Hallo alle mal wieder und willkommen zurück zu dem Let's Play der Evil Within. Hier ist Bonnestall. Oh, balla! Wir haben mal letztes Mal. Eieieiei, was ist denn hier los? Oh, Schwere los! Autsch, okay, vergiss es. Alles okay? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht sehr angenehm war. Aha, ein Leuchtturm. Ui, hey. Oh scheiße, wir sind hier so ein bisschen im Problem. Hier läuft alles mit Wasser voll und du solltest vielleicht mal lieber da abhauen, ne? Also wir saufen ab, auf gut Deutsch. Mann, du bist ein mächtiger Mann. In der Theorie gar nicht möglich. Okay, doch, wäre schon möglich, aber da müsste die Luft durch irgendwo anders rauskommen. Okay, oh mein Gott. Wir sind hier. Oh Gott, wie ich Wasser hasse. Erinnert mich an Amnesia schon wieder. Lampe kann ich glaube ich erstmal aufmachen. Also wir haben beim letzten Mal einen ordentlichen Schaden gemacht in der im Parkhaus und. Aber ich glaube, das interessiert jetzt sowieso niemanden mehr. Was soll's? Also, die Stadtreinigung wird sich darum wahrscheinlich nicht mehr kümmern. Geschweige denn nun dieses Chaos hier. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo, rauf bitte. Dankeschön. Ich habe keinen Bock auf Wasser. Willst du mich verarschen? Rauf mit dir wieder. Looks like the asylum's the only building left untouched. How can that be? Das ist das schönste Szenario, was man jemals kriegen kann. Rechts und links, Gebäude stürzen ein, die Welt geht unter. Und der steht da rum und schaut sich diese Klinik an. Grandios, wir müssen einen Weg finden. Frage ist, wo gehe ich hin? Wohin, warum, wieso, um da hinzukommen? Aber hier ist auf jeden Fall ein ordentlicher Schaden. Ich frage mich überhaupt, ob das alles noch real ist. Hier sind noch irgendwo Menschen. Was noch viel seltsamer ist. Ich meine, ich glaube, das nee, Crimson City ist es ja. Ich dachte schon, das wäre New York schon wieder. Aber nein, das ist Crimson City. Ohne Menschen. Bisschen zerstört. Alles stürzt ein. Achso, hier links stürzt was ein. Ach du Scheiße. Ist natürlich ein bisschen schlecht, jetzt irgendeine Form von Orientierung hier reinzukriegen. Wenn alles nämlich sich verändert, dann kann man sich die Orientierung sonst wohin stecken. Ach du Scheiße. Das sind nicht wir, die abgesoffen sind. Nein, das war die andere Platte, die nach oben gestiegen ist. Warum? Spiel, was hast du gegen mich, dass du mir so viele Stoffe in den Weg legen musst? Nochmal! Ich glaube, das ist beabsichtigt. Theoretisch müssten wir eigentlich absaufen hier mit dem ganzen Ding. Eieieiei! Und tschüss! Hey! Hey! Wasser unten! Keine Schule für heute! Woo! Ah, Spaß beiseite. Verflucht, wohin? Na super, in ein Gebäude reingehen ist ja noch eine viel genialere Idee. Da hört man es schon. Ich mache mir Sorgen. Um die Qualität und den Zustand dieses Hauses. Ganz ruhig hier. Nur weil ich da bin, musst du nicht gleich ausflippen, Haus. Auf die Tür. Auf die Tür, bitte. Was? Ich kann sie nicht aufmachen. Ach, scheiße. Ich muss also einen anderen Weg reinfinden. Rausfinden wieder. Ich meine, ich bin ja hier mit Absicht reingegangen. Brauch mal nicht wieder. Ey, ruhig. Verflucht nochmal. Ich würde schon gehen. Ich würde das Gebäude schon wieder lebend verlassen. Ist schon klar, oder? Frage, wohin muss ich gehen, um ihr Leben wieder rauszukommen? Wahrscheinlich
Kann ich diese Tür öffnen? Das ist dort Scherz jetzt, oder? Achso, mit Leertasten. Oh, ich hab die ganze Zeit E gedrückt. Ich hab wieder zu viel Dead Space gespielt. Oh mein Gott. Also Leertaste. Zack, kann man noch durch die Tür gehen. Sehr schön. Nächstes Mal schlauer anstellen. Ach, wie schön. Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen kann. Ja, kann ich. Habe ich auch nachgeladen? Ja, habe ich. Muss ich die jetzt hier liegen lassen? Ja, muss ich? Ach du Scheiße. Warte mal, ich glaube, ich kann sogar noch einen einladen. Ja, genau, ich kann sogar noch einen mitnehmen. Jawohl. Nachdem ich Unmassen an Munition an diesem riesigen Monster verschwendet habe, was ich leider besiegen musste. So, boah, ich weiß echt, ich bin voll. Randvoll. An allem. Er hat nichts gesehen. Und wir auch nicht. Ich möchte mich hier nochmal umsehen, ob da hinten irgendwas ist. In diese Richtung. Schau mal einer an. Ein Koffer. Ein Metallerner. Was ist da wohl drinne? Hör auf E zu drücken. Aha, eine Pistole. Eine Magnum. Auch nicht so übel. Vorher durchschlagende, großkalibrige Patronen. Jawoll. Sozusagen ein großes Kaliber. Problem ist halt nur, dass ich jetzt hier 5 Waffen habe, aber ich habe so 4 schnell Auswählslots. Das ist natürlich ein problematischer Sinn. Warte mal eine Sekunde. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen, dass da ein Kartenfragment an der Wand hing. Okay. Kann ja mal vorkommen. Okay, dann bin ich hier fertig. Frage, wie viel Munition habe ich damit? Ich habe sogar irgendwas kann ich damit machen. Ach so, ich glaube, das sagt einfach nur an, dass ich die gerade bekommen habe. Ja, jetzt ist das Plus nämlich weg. Okay, 6 Schuss, nicht sehr berühmt. Oha, das ganze Gebäude macht einen Absturz. Ist ganz ruhig. Ach ja, da wird der Innenausstatter ganz schön was zu tun haben wieder. Oh je. Yeah. Was ist denn hier los? Mal ehrlich. Das ist, als würde man ein Stück aus der Welt rausschneiden und an ein anderes Rand puzzeln. Als würde ein kleines Kind hier. Wow, ganz ruhig da. So ein kleines Kind puzzeln spielen. Ganz ruhig. Jetzt nicht zusammenklappen. Ah! Oh Gott. Ich dachte vor einer Sekunde. Oh, boah. Ganz ruhig hier. Noch enger geht's wirklich nicht. Also jetzt schön vorsichtig Wand. Sobald ich durch bin, wird die wahrscheinlich hinter mir zukrachen. Jede Wette. Nein? Okay. Okay, wusste ich's doch. So, wir sind geliefert. Oh, warte mal. Noch ein Verbandskasten, ist jetzt schon der 4. Oder 3. glaube ich. Medizin habe ich erstmal genug. Das Problem ist, die Dinger kann ich nicht im Kampf benutzen, weil meine Sicht und meine Kampffertigkeit sozusagen komplett eingeschränkt wird. Man sieht nichts richtig und er bewegt sich auch nicht richtig, mal so gesagt. Die sollte ich eher benutzen, wenn ich nicht im Kampf bin. Mal ganz davon abgesehen. Oh ja, super, die müssen jetzt auch noch kommen. Ah! Oh, 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 oh. Ach, das ist unfair. Ich hab dich nicht gesehen, du bist Kerl. Arschloch. Kein Respekt vor anderen Leuten, vor allem vor der Polizei. Du bist mein Kollege! Warte mal, kann ich dir hinten in den Gas, was auch immer das für ein Tank sein soll? Okay. Wenn's recht ist, mach ich dich mal vom Acker, ne? Yay! War wohl ein Gastank oder sowas. Hat ihm auf jeden Fall das Leben gekostet. Okay. Ach du Scheiße. Ein Kollege. Da liegt was auf dem Boden. Was hält man aus? Ja, sieht gut aus. Mach mal schön weiter. Dann wirst du irgendwann durchkommen. Ach Scheiße. Jetzt erzähl mir nicht, dass ich da auch durch muss. Ich gehe lieber den Stil folgen. Oh, shit.
auch immer, das kann ich mit der Sniper regeln. Upsi! Ah, sowas kann schon mal vorkommen. Und pam! Ist jetzt nicht wahr. Wahrscheinlich sind das gar keine Zombies, das sind echte Menschen. Und, du hast nichts gesehen. Siehst du, hast nichts gesehen, sag ich doch. Okay, super. Sehr, so weit, so gut. Warum sollten die auch was sehen? Bam und weg. Dann hat sich die Sache. Ach, wie schön. Hey du! Sag ich doch, nichts gesehen. Wieder noch, weil ich dir die Augen rausschieße. Vielleicht kann ich den mit dem Schleichangriff eliminieren. Mal sehen. Ganz vorsichtig, kein Geräusch machen. Ja, du hast nichts gehört. Du bist nur noch tot. Also ich glaube ja nicht, dass man mit so einem Küchenmesser einfach mal so einen Schädel einschlagen kann. Da muss man schon sehr viel Kraft für haben. Ach, komm schon, ist ein Scherz. Ich meine, was ist denn das für eine... Das sieht nicht mal aus wie so ein großes Messer, was mal, wo man Angst haben muss. Oh, guck mal, er hat ein Messer. Diese Buschmesser aus Australien. Oh, das ist ein Messer. 2 Meter lang oder so. Das ist ein Messer. Was wäre da mit so einem kleinen Dingsbummens da? Macht irgendwelchen Schaden, der überhaupt nicht relevant ist. Aber okay, mal ganz davon abgesehen. Oh, hier geht alles drunter und drüber. Kein Wunder, dass die Zombies so schöne Zeiten haben. Hier ist ja keiner. Alle tot. Anscheinend. Der Rest, der nicht tot ist, ist tot. Naja, irgendwie so zumindest. Was soll man machen? Keine Ahnung. Warum sterben die? Warum lassen die sich kriegen? Warum lassen die sich von Zombies auffressen? Warum muss man... Das heißt doch mal Emanzipation. Auf sich auflehnen gegen die, was weiß ich, mach was. Ist jetzt nicht wahr, verschlossen. War so eine Schlüsselkarte oder sowas komisches drüben. Brauche ich wahrscheinlich, um durch die Tür da hinten zu kommen. Ist nur eine Theorie, mal sehen. Lass mich erstmal hier durchgehen. Wieder durchs Loch durch. Ah, ich fühle mich wie ein Dieb. Auf leisen Füßen. Verschlossen, meine ich doch. Scheiße, das war jetzt nicht gut. Ach so, doch, war gut. Jetzt ist die Tür zumindest offen. Sorry, dass ich deine Tür aufgemacht habe. Ja, das Officer, das tut mir leid. Das war nicht ich, das war er. Vielleicht sollte ich nicht die Waffe benutzen. Das wäre vielleicht suboptimal. Ich glaube, ich kletter mal lieber drauf. Auf einer erhöhten Position hat man einen taktischen Vorteil. Es sei denn, die Gegner haben eine Waffe, dann bin ich nämlich geliefert. Upsi. Ach, immer diese Büroangestellten und... Ah! Scheiße, jetzt bin ich an der Seite runtergefallen. Immer diese Büroangestellten und diese Rechtsanwälte und vor allem diese wie heißen die nochmal? Steuer? Ja, und diese Steuereinschreiber. Oh, boah. Ey, du. Und tschüss, darfst du wieder runter. Ist das nicht schön? Ah, ist nicht schön, wenn die Hälfte des Gehirns weg ist, nicht wahr? Ihr kommt hier eh nicht rauf. Deppen. Und der Erste, der raufkommt, kriegt erstmal einen Kopfschuss. Hallo, ich warte. Wo hast du Angst? Solltest du auch haben, ne? Ah! Lol! Wie bin ich denn hier runtergefallen? In die Schulter? Willst du mich verarschen? Das war ein blanker Kopfschuss. Habt ihr doch auch gesehen, oder? Der Zombie kann einfach nicht gucken. Der ist über den Zombie geklettert. Okay. Daneben? Treffer? Und der finale Schuss trifft.
Muss immer auf Nummer sicher gehen, wer weiß, wann die nochmal aufstehen. Dann heißt es wieder, Mutti! Nee, warte mal. Schatz, du musst zur Schule und warte mal eine Sekunde. Okay, da sein Kopf ja schon weggeschossen ist, braucht ja nicht mehr viel zu machen. Klappt mal die Schrotflinte nach. Nimm mir das Zeug hier. Immer her mit dem Scheiß. Ihr könnt ruhig da liegen bleiben. Bleibt mal. Ja, ist schon in Ordnung. Ich werde eurer Mami sagen, dass sie euch später aufwecken soll. Oh, nein, jetzt sagt mir nicht, dass schon wieder einer. Oh doch, da ist einer. Ach ja, stimmt, der Typ, der am Zaun gejingelt hat. Ist jetzt nicht dein Ernst. Upsi, daneben. Komm schon. So schießt man mit Stils. Okay, blöd, dass er jetzt aggressiv wird, leider. Also, genau da, wo es weh tut. Aber leider lebt er noch. Ah, Bitch. Viel schneller und viel besser als du. Komm schon, das ist ein Scherz. So. Mein Gott, ey. Die Waffe ist voller Blut, mal ganz davon abgesehen. Nachladen, ich bin schon wieder komplett. Das hat man davon. Vorher wird man mit Munition voll gebombt, kann nichts mehr tragen am Ende. Muss die Hälfte liegen lassen, läuft weiter und steht dann wieder wie ein Idiot da, weil man alles verschießt und nicht mehr kriegt. Das ist ja hier wie bei gute. Ist das hier wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten? Nichts, nichts gegen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nichts offensiv hier entnehmen, ja? Das war jetzt nur eine Anspielung wegen den Namen, also. Ah, was mache ich eigentlich? Ich habe die Schlüsselkarte vergessen. Also nochmal zurück. Heute bin ich mit dem Kopf ganz woanders. Kopflos, wie die Zombies. Die sind nämlich gehirnlos. So, die lag doch hier irgendwo auf dem Boden. Da ist sie doch. Oh, ihr seid euch wohl zu fein für irgendwelche Schlüsselkarten. Ja, ihr nehmt wohl Altmodus. Das ist ein Scherz, oder? Ey, hallo? Das nehme ich persönlich. Okay, weißt du was? Ich habe keine Beute mehr. Scheiße, ich bin geliefert. Eine Sekunde eben. Ich bin so ziemlich am Arsch jetzt. Ich hoffe, ich habe noch ein paar. Ja, habe ich. Okay, sehr schön. Ist jetzt ein Scherz! Was dienst du, Mistkerl? So eine kleine Eisenmaske wird ja wohl so ein Stahlbolzen nicht ab. Wird ja wohl kaum so ein Stahlbolzen abwehren können. Nimm! Und behalt's! Arschloch! Sterbe in Frieden! Und Ruhe in Stücken! Danke auch! Mein Gott, ey. Warum hab ich nicht so ein geiles Equipment? Will ich auch haben. Was ist denn schon wieder los heute? Okay. Willst du mich denn verarschen? Ach, da oben. Okay, ich verstehe. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ich hab's erstmal. Sag mal, wie viele gibt's denn von euch? Ach, das ist doch ein Scherz. Sag mal, hast du gerade deinen Kollegen angeschossen? Du bist aber auch bescheuert, ernsthaft mal. Was bist du denn? Du bist ja eklig. Ich meine mal ganz ehrlich, der ist eklig, oder? Oh, scheiße. Ich habe den letzten Überrest meines Lebens überlebt. Ah, dann nehme ich wieder das Dritte. Oh, wie ich diese Kerle jetzt schon hasse.
Ich glaube, da hilft nur der gute alte Flatboy. Willst du mich verarschen? Du hast mich durch den Sound. Was war denn das für ein Sonntagsschuss? Mal ehrlich. Ja, Bitch! Du bist jetzt hoffentlich mal tot. Ich komme noch mal hoch, um mich zu überzeugen, ob du wirklich tot bist. Nur für dich, das ist Sonderbehandlung. Und das auch. Ja, hier, friss. Kannst du haben. Alles davon. Kostenlos. Ohne Probleme. Mein Gott, die Monster machen einen Stress heute. Ist der Wahnsinn. Ah, Jemine. Ich sehe schon den Titel vor mir. Monster ohne Ende oder Monster Panik. Irgendwas in dem Dreh. Irgendwas, was mit Monstern zu tun hat. Könntest du dich mal ein bisschen beeilen? Da kommen nämlich schon wieder bei euch überlegen. Oder nimmst du die Tür hinter mir zuschlagen, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Oh, hoppla. Hast du etwa, wolltest du mich einfach mit einer Stange schlagen? Okay, das geht zu weit. Upsi. Der geht ja ran. So, einer weniger. Oh, du bist eklig. Vielleicht guckt ihr euch doch mal an, der ist so... Dass man diese so ein Scheusal überhaupt in so ein Spiel einbauen kann. Ah, ist ja ekelhaft. Ich hoffe, du hast wenigstens. Jawoll. Okay, ein Scharfschütze, eine Scharfschützenkugel, super. Okay, wohin jetzt? Ich weiß nicht, warum ich Mitteilung von Origin jetzt bekomme. Okay, ich brauche einen Plan. Mal wieder. Aber okay, das sieht mir ganz nach Plan aus. Also machen wir mal... Ne, warte mal. Da, da hinten. Hinter dem Bus. Schalilalilalilali. Ich darf doch mal... Oh, es regnet. Wunderschön. Ach ja, manchmal habe ich mir gedacht, ach, Werbung und Schilder. Super nervig, aber jetzt helfen sie mir aus. Jetzt ist die Zeit, wo sich alles revanchiert. Alle... Früher hat man immer über alle Kleinigkeiten geflucht. Jetzt braucht man das alles. Ich zum Beispiel gerade, dass die Amerikaner jedes Mal alle eine Waffe tragen dürfen. Okay. Zahlt sich jetzt aus, wie man sieht. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Naja, so halbwegs zumindest. Wenn er nicht schon wieder noch Luft schnappen würde, weil er einfach nur mehr als 2 Sekunden rennen, nicht mehr als 2 Sekunden rennen kann. So ein Baby. So, geh schon. Okay, also es sieht, oh mein Gott, seht ihr das? Chainsaw 3D. Entweder der Film heißt Chainsaw oder die meinen jetzt wirklich die Kettensäge, die man kaufen kann. Wahnsinn, Kettensäge 3D. Boah. Genieß dein Essen, das wird deine Henkersmahlzeit. Wenn ich dich verfehlen würde. Im Zielen habe ich keine Übung mehr. Okay, jetzt habe ich Übung. Das ist ein Scherz. Schön, dass du mich verarscht hast, Spiel. Danke auch. Hallo, lebe ich noch? Okay, ja, ich hing irgendwo auf dem Boden der Tatsachen rum. Hoch. Was machst du da? Okay, so. Okay. Oh Gott. Ich sag's euch, der Boden der Tatsachen ist ein schlimmer Ort. Der ist so tiefgründig. Hahaha. Okay. Ich denke mal, das ist in Ordnung jetzt. Damit werde ich hoffentlich diese Episode erstmal beenden. Oh shit. Oha, was ist denn los? Leichen fallen vom Himmel. Ernsthaft? Oh shit. Wassermonster. Na super. Ist ja der Traum eines Horrorspielspielers. Wassermonster. Da hinten schwimmt das Vieh. Kann ich vielleicht anschießen? Jetzt ist es weg. Ich glaube, ein Schuss unter der Wasserlinie wird sowieso nicht gut ausgehen. Wegen dem Aufschlag. Aber ich probiere das mal.
Sag ich doch, das wird nichts. Oh ja, ein riesiges Monster, aber okay. Ich glaube, das ist nicht mehr für diese Folge. Wir sehen uns also dann beim nächsten Mal wieder. Ja, ne? Wiedersehen damit.